Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 16.06. morgens um 8:30. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Ist der eigentlich überall, Udo? Oder nur bei uns? Ich habe keine Ahnung, was wir heute für einen Feiertag haben. Auf jeden Fall haben wir heute frei. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir frühstücken jetzt erstmal. Und ihr wisst ja, bei dem Wetter viel trinken. Nee, nicht Bier, Schnaps und Wein. Das ist schlecht. Da haben wir schon ein bisschen Deko für die Torte und für den Tisch. In rosa, lila, hellblau und orange. So, da sind wir wieder. Wir haben 18.41 Uhr und im Display, ich werde das wieder beim Bearbeiten sehen oder zusammensetzen, wie man das auch wieder nennt. Im Display sieht das aus, als wenn das hier so kantig ist. Ich meine, ich kann meine Sonnenbrille nicht verleugnen, aber da sieht das so heftig aus. Und wenn ich das dann am PC ziehe, dann sieht man das gar nicht so schlimm. Ja, der Tag, der war wirklich wunderschön. Der war arschheiß. Etwa wirklich in der Sonne gar nicht auszuhalten. Also für mich nicht. Mich dürfte aber auch nicht als Maßstab nehmen. Ich bin froh, dass wir bei dem Fußballturnier Udo und ich im schönen Schatten gesessen haben, von jedem die Tasche bewacht haben und die anderen standen am Fußballfeld direkt und haben in der Sonne zugeguckt. Und die Kinder haben wirklich super gespielt und alles toll. Das war wirklich ein richtig schöner, gelungener Tag. Also muss ich sagen, Emma, die müsste jetzt auch gleich nach Hause kommen. Die hat auch garantiert einen tollen Tag gehabt. Wir haben einige Fotos und Videos gesehen, wie die Kinder am Kindergeburtstag gespielt und getobt haben. Also besser könnte für die Kinder gar nicht gewesen sein. Und ich denke mal, die sind sehr gut ausgepowert. Ja, wie gesagt, wir haben den ganzen Tag da quasi am Fußballplatz gesessen. Ich habe um 10:30 die Emma zur Freundin gebracht und dann nach Hause umgezogen. Ich hätte auch ein anderes Oberteil an, aber jetzt hier für zu Hause zum Wienern und alles habe ich mir das wieder angezogen. Umgezogen und dann schon direkt los. Ja, das war schön. Die Trainerin hat Geburtstag gehabt. Da sind wir sogar ganz spontan hingegangen. Lenny sagte, Mama, komm, du hast da bestimmt irgendwo eine Karte. Haben wir die genommen, beschriftet. Die Kinder haben in der Kabine alle vorher noch unterschrieben. Dann haben wir die Trainerin dann reingeholt und dann wurde gesungen. Da hat die sich richtig drüber gefreut, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hat. Und ich finde, diese Geschenke sind immer die schönsten, ne? Wenn man damit überhaupt nicht rechnet. Und das war wirklich, wirklich toll. Ja, dann wollte ich ja heute, oder die Emma hat sich ja eine Meerjungentorte gewünscht. Meerjungfrauentorte, so nennt man das, glaube ich, ne? Dann habe ich dann gestern, heute Morgen schön mit Fondant alles in die Silikonform reingedrückt. Hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Doch, habe ich, glaube ich, gemacht. Und eigentlich sollte es ja eine Erdbeer-Buttercreme-Torte werden, also in der Mitte so ein Erdbeerkern und außenrum ein bisschen Buttercreme, aber ganz ehrlich, bei den Temperaturen fange ich keine Buttercreme anzuschlagen, da habe ich keine Lust zu, also ich glaube auch nicht, dass das so wirklich funktioniert, es kann, aber ich fange es erst gar nicht an und Hat auch einen Vorteil, denn morgen hat die Emma Sportfest bei noch wärmeren Temperaturen. Ich sage ja, wobei morgens geht das ja noch. Das wurde ja auch am Fußballplatz erst zur Mittagszeit doller, ne? Aber trotzdem, da hat sie Sportfest und da bin ich dann natürlich wie immer dabei und gucke zu und feuer an, wie ich das beim Nanny auch schon immer gemacht habe. Und das wäre jetzt morgen echt kritisch geworden, aber da ich mir jetzt gesagt habe, sie wollte eine Erdbeertorte, werde ich morgen eine Erdbeertorte kaufen. Werde die ganze Deko kurz bevor der Besuch kommt dran pinümpeln, weil ihr wisst ja, Fondant und Sahne, das passt ja nicht.
Aber das werde ich dann kurz vorher machen. Zeige euch die Torte natürlich auch. Und dementsprechend habe ich dann auch Zeit, das alles ganz easy zu machen. Ne? Ja, ich werde jetzt noch den Marmorkuchen machen. Den brauche ich dann einfach nur glasieren und ein bisschen Zeugs oben drauf. Und dann habe ich das dann schon soweit fertig. Die Wohnung ist eigentlich auch soweit. Klar, nochmal durchsaugen und alles, ne? Aber das ist auch. Und das nimmt mir gerade wirklich viel Arbeit weg oder Druck, den man sich selber macht, ne? Genau, das ist der Stand der Dinge. Also ich denke mal, wir hatten alle heute einen wunderschönen Tag. Den haben wir doch ziemlich gut rumgekriegt. Und ja, übrigens habe ich rausgefunden, in NRW, Bayern, was war das denn noch? Hessen, Rheinland-Pfalz und regional auch in Thüringen und Sachsen sind heute Feiertage. Also ist heute ein Feiertag so. Weil nämlich meine liebe Doro, die wohnt ja in Niedersachsen, die hat nämlich keinen Feiertag. Und dann erzählt sie so heute, sie bringt ihre Kinder zur Schule und in den Kindergarten. Und ich denke mir, okay. Und ich erzählte dann, ja, und so, und dann hatten wir dann beide erstmal um Schirm. Gut, wir haben nicht zusammen frei, ne? Ja, so ist das. So ist das, so ist das. Und nicht anders. Ja, dann werden wir gleich noch schön dekorieren. Nee, zeige ich euch natürlich auch. Gut, und jetzt werde ich mal loslegen. Ihr seht mich nicht mehr komplett, aber ihr hört mich und das reicht auch heute Abend. Ich glaube, wir haben 10:30 und ich habe jetzt heute Abend noch den Trockenkuchen, den Marmorkuchen gebacken und wir haben es jetzt gerade geschafft, hier den Wintergarten, wo ich drin sitze, zu dekorieren morgen für die Emma. Und ja, da zeige ich euch natürlich morgen im Hellen. Und wir werden jetzt ab ins Bettchen gehen und ich wünsche euch eine gute Nacht. Jetzt erinnere mich doch nochmal. Ich habe jetzt mal meinen Zopf rausgemacht. Ich hatte ja den Knötsch gemacht. Also nee, ich habe mir hier die Haare nach hinten geknotet. Einen Zopf gemacht, den Zopf geflochten und dann zum Dutt. Ja, schön geworden. Jetzt kommt das. Ich habe ja empfindliche Haare. Ich bin ja hier Missy. Halleluja, ey. Ich dachte, jetzt nehme ich euch doch nochmal mit. Beim Wuschelkopf kämmen. Mein Gott. Halleluja. Aber das ist doch auch was. Ich hatte ja vorgestern die Friese gemacht. Bin damit gestern schlafen gegangen, weil ich da abends keinen Bock mehr hatte, das rauszumachen. Ja, jetzt habe ich das gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie das hinten aussieht. Das geht bestimmt. Naja, egal. Ja, so. Jetzt wisst ihr, wie ich aussehe. Wie das rausche Engelchen hier jetzt ins Bett geht. Und jetzt euch nochmal gute Nacht. Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben heute Freitag, den 17. Juni, morgens um 20 nach 6. Es ist noch richtig schön angenehm von den Temperaturen her. Ja, es soll ja heute wieder richtig heiß werden. Und gestern war Feiertag, heute ist wieder Schule und dann machen wir uns jetzt fertig, genau, frühstücken jetzt und dann steigt heute Mittag die Party hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag und später einen schönen Start ins Wochenende. 14.40 Uhr haben wir. Wir stehen im Schweiß, aber wir haben es geschafft. Und bevor der Besuch jetzt gleich kommt, zeige ich euch das einmal. Hier haben wir die Deko. Ja, wir wissen, Birthday gehört zusammen, aber so sieht das schöner aus.
Genau, Emmas Meerjungfrauen-Party. Wir haben gestern noch bis, weiß ich nicht, die Luftballons aufgepumpt. Da ist die 9, hier ist auch noch ein Ballon. Und auch sogar diese Hängerchen musst du jetzt schon mittlerweile selber zusammen friemeln. Ja, das ist die Deko hier. Draußen ist schön Sonne. Und jetzt kommen wir zu dem Tisch. So sieht das aus. Ist das nicht schön geworden? Hier haben wir einmal so eine Erdbeerrolle. Da hat die immer noch mit Fondant dekoriert. Hier haben wir einmal den Marmorkuchen mit Meerjungfrauen. Auch diese Tischdinger finde ich genial. Und hier haben wir unsere umgestrickte Benjamin-Blümchen-Torte. Und das E verabschiedet sich schon wieder. Aber so sieht's aus und es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die Emma ist glücklich und das ist das Wichtigste. Und jetzt kann der Besuch kommen. Ja, ich denke mal, ich melde mich heute Abend irgendwann. Wir werden jetzt schön feiern und schwitzen und genau, genießen den Tag. Zerzaust, kaputt, aber glücklich. Das bin ich heute. Wir haben 21.50 Uhr. Und ja, wir hatten heute wirklich einen wunderschönen Geburtstag. Er war zeitweise ganz schön warm, sodass wir einen Ventilator aufstellen mussten. Aber trotzdem ja, war es schön gewesen. Jetzt sind die drei noch im Pool. Jetzt haben wir, ich habe von außen hier Bällchen reingeschmissen. Und ja, die Kinder ein bisschen bespaßt. Udo düst da auch noch drin rum, der hat auch von innen quasi den Bambus geschnitten und den Schmetterlingsstrauch. Genau, hier hinten sind schon die Blumen gegossen und jetzt gleich gieße ich nach vorne. Ja, wie gesagt, war wirklich schön. Die Kinder glücklich, der Omas glücklich, ich glücklich oder wir glücklich. Also von daher, ja, alles wunderbar. Ja, wir haben heute gegrillt und Udo hat natürlich hier auf seinem neuen Grill gegrillt. Und da ging wirklich rasibasi, wenn man überlegt, wie lange der Udo sonst immer dran sitzt, um für jeden da was zu zaubern. Und da drauf gelegt, zack, 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 das war alles, das war richtig super. Ja, jetzt geht der Tag so langsam zur Neige. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen, also sie sind noch im Wasser. Ich werde gleich nach vorne Blumen gießen und ja, das wird dann gewesen sein. Der Tag, der war hektisch genug, finde ich schon. Und genau, wir räumen jetzt gleich noch ein bisschen und da ist der Freitag dann auch schon wieder oben. Ging wieder schneller als gedacht. Genau. So sieht es aus. Ich habe irgendwie mein Gefühl, irgendwas war noch, aber naja, wenn es mir einfällt, werde ich es euch auf jeden Fall mitteilen. Guten Morgen, wir haben heute Samstag, den 18. Juni, morgens um 6.20 Uhr. Wir haben jetzt schon angenehm warm von den Temperaturen her. Goldi sagt auch guten Morgen. Schon angenehm warm. Soll ja heute richtig heiß werden. Ja, passt gut auf euch auf, trinkt viel und genießt den Tag. Ich werde jetzt mit dem Hund gehen, jetzt wo das noch angenehm ist. Und bis später. So, Udo und ich machen jetzt noch den Vorgarten, bevor es komplett heiß ist. Hier habe ich eine neue Petunie, die andere, die ist kaputt gegangen. Da habe ich einen neuen Bodendecker. So sieht das aus. Da habe ich auch einen neuen Bodendecker. Der hat mich ja leider verlassen. Aber ich gebe ihn noch nicht auf. Ja, so sieht das jetzt aus. Und hier sieht das so aus. Da habe ich noch einen Lavendel eingepflanzt. Ja, so sieht das jetzt aus. So, das sieht ja schon wieder direkt ganz anders aus, finde ich. Wunderschön. Ja, wir haben da jetzt Mulch drauf gemacht. Dem geben wir eine Chance, glauben wir aber nicht dran, weil Schnecken drin sind. Die haben ja auch schon meine Petunie kaputt gefressen, aber man weiß ja nie, ne? Ja, auf jeden Fall sieht das jetzt so aus.
und viel, viel schöner. Ja, wir hatten zwar 3 Säcke zu wenig, die mussten wir noch nachholen, aber jetzt sieht er toll aus. So, wir haben 35 Grad im Schatten. Und jetzt geht der Udo hin und macht mit einem ganz vorsichtigen Strahl die Vögel nass. Ich glaube, die haben Spaß. Zumindest die, die das mögen. Wir waren hier heute Morgen Rindenmulch holen und dann habe ich mir hier nochmal einen Lavendel mitgenommen. Aber diesmal einen mit so großen Blüten, den die Schildkröten drin haben. Der hat ja so lange Stiele und dann so dünnes dran. Und der hat hier wirklich so schöne, dicke Blüten. Und ja, ich habe den schon in mehreren Vorgärten so richtig buschig gesehen, das leuchtet so richtig schön. Genau. Ich habe mir noch mal eine geholt, weil meine, da steht gerade der Stuhl vor, ist kaputt gegangen, ne? Mein Blümchen. So schöne Blüten waren da gar nicht dran. Und die dran waren, die waren ganz schnell abgegangen. Das ist eine, wie heißt die? Medinilla. Wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall wunderschöne Blüten. Und dann habe ich so noch nie gesehen, eine Monstera, aber so wie meine, ja, ich nenne sie mal Efeutute, keine Ahnung, auf jeden Fall, die wächst so runter. Ja, die habe ich mir dann auch einmal mitgenommen. Mal gucken, ich hoffe ja, das hält alles schön, wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, hier gucken wir uns nochmal die Blüte an. Genau, die hat nämlich unten dann solche wunderschönen Farben, die man hier sieht. Ja, das wär toll, wenn das diesmal funktioniert. 70 Grad in der Bude. Ganz dezent Schweiß auf der Stirn. Aber ich habe wieder geschafft. Boah, kennt ihr das, wenn der Wohnzimmertisch verschoben wurde und der nicht in seiner Position steht? Ja, wir haben jetzt 14.58 Uhr und es sind gefühlt 70 Grad in der Sonne. Ich habe keine Ahnung, wie viel Grad in der Sonne sind, aber im Schatten, das reicht schon. Ja, wir sind hingegangen heute Morgen. Wann bin ich denn aufgestanden? Kurz nach 6. Dann bin ich nämlich ganz früh mit dem Hund die Runde gegangen, dass wir da in keine Hitze reinkommen. Das war, muss ich auch sagen, war sehr schön. Vor allen Dingen war es ruhig, es war kaum jemand unterwegs. Es war richtig angenehm. Ja, dann nach Hause. Dann haben Udo und ich uns kurz besprochen. Wir haben gestern schon gesagt, beziehungsweise anders. Als wir den Vorgarten gemacht haben, haben wir gesagt, so, jetzt kommt endlich Rindenmulch drauf. Denn ja, wenn du da einmal nicht hinterher bist, seht ihr ja, wie schnell man, ja, wie sagt man, in diesem Unkrautloch drin hängt. Und da hatten wir keine Lust zu. Da sagten wir, wir gehen Rindenmulch holen. Das wollten wir eigentlich schon letzte Woche machen. Aber wie das ist, da kam immer was dazwischen. Und gestern Abend, so in meinem jugendlichen Leichtsinn, als die Gäste weg waren, haben wir dann zusammengesessen. Ich sage, immer morgen können wir dann Rindenmulch holen. Ne, der Herr. Genau, er winkt gerade. Ja, da haben wir das heute Morgen ganz früh gemacht. Sind wir dann ins Gartencenter gefahren, haben da einmal Blümchen geholt. Der Udo, komm noch einmal, damit sie hören. Komm, er macht den Müll. Ja, die Dosen wolltest du ja nicht mehr, ne? Du kannst auch reden. Ich wollte gerade noch sagen, du darfst auch reden, aber wenn, dann kommt nur dünn Schiss raus, wie man hört. Ja, auf jeden Fall. Ja, waren dann die Kinder dann auch zwischenzeitlich wach geworden und dann haben wir uns dann fertig gemacht und sind dann los, haben dann ein paar Blümchen geholt und ja, sind dann noch Genau, dann sind wir da noch hingedüst und
Ja, da haben wir dann Mulch und Pinienrinde, irgendwie so nennt sich das, für ihn im Garten geholt. Ja, und dann sind wir hingegangen, weil ich dachte, es wird morgen, also der Vorgarten ist noch im Schatten, aber naja, gut, bis wir soweit waren, war glaube ich schon 9:30, da stand schon der halbe Vorgarten in der Sonne, aber ich wollte das fertig haben, beziehungsweise gemacht haben, damit die Säcke nicht im Weg liegen. Ja, und dann hatten wir 4 Stück davon geholt, von dem Rindenmulch, was vorne drauf liegt. Ja, da haben wir ein Beet mit geschafft und dann mussten wir dann nochmal los, 3 Stück holen. Das hat ja, bitte, nochmal los, 4 Stück holen, der ganze schlimm war es nicht. Ja, dann haben wir das gemacht. Dann sieht das jetzt vorne tippitoppi aus. Übrigens, Montag ist Biotonne dran. Das heißt, wir können da noch Zeugs reingeben. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann gemacht. Ja, und dann habe ich dann jetzt muss ich überlegen, was war denn da noch? Genau, die Pinienrinde, die steht noch da. Unkraut zuppeln und alles. Das mache ich heute Abend, wenn die Sonne weg ist. Dann sagt der Udo so schön, ja, heute Nacht um, warte, und der ist schon wieder weg, irgendwie 32 Grad. Oh, ich denke, das wird ja schön. Und gegen 6 oder so haben wir 24. Ja, im Gegensatz zu jetzt ist das wahrscheinlich angenehm. Ja, auf jeden Fall werde ich das dann nachher machen oder morgen. Das rennt ja nicht weg, so ist es ja nicht. Ja, und dann habe ich jetzt die Bude gemacht und hier noch was gequatscht, da noch was gemacht. Und ja, jetzt sieht das hier wieder alles tippitoppi aus. Wieder alles so, wie es gehört. Und ja, ich glaube, heute ist es soweit. Da gehe auch mal ich in den Pool. Ich bin da ja nicht immer so für, weil ich da alleine schon der Gedanke, ne, du gehst da rein, dann musst du das nasse Zeug wieder ausziehen und och, ne, das hält mich schon davon ab. Aber ich glaube, heute, ja, werde ich da auch mal reingehen. Da werden die Kinder sich freuen, nicht nur, dass ich immer draußen stehe und mit denen da spiele, Wasserball und was nicht alles, sondern, ja, ich denke mal, die werden sich freuen, wenn ich da mit reingehe. So, und jetzt ist finito, jetzt haben wir Wochenende und jetzt ist gut. Unkraut gezupft, Rindenmulch bzw. Pinienrinde drauf, da den zweiten Lavendel eingepflanzt und jetzt sieht direkt, wie ich finde, viel, viel schöner aus, wenn wir jetzt hier weitergehen. Da haben wir das Beet auch so gemacht. Ja, gefällt uns sehr gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag, den 19.06. morgens um 6 Uhr. Und der Wind ist richtig schön angenehm. Fenster aufreißen und durchlüften. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später. Unterwegs ein bisschen das Land suchen. Uhr haben wir und ich habe die Haare jetzt einmal gewaschen. Ich hatte die ja immer noch zusammengeknödelt und ja, wir haben jetzt hier mit den Kindern zusammen Mensch, ärgere dich nicht gespielt, Schokohexe und so weiter und so fort. Ja, heute ist leider kein Poolwetter. So ist das nun mal, ne? Das ist aber schön angenehm, man kann ja nicht alles haben. Und ja, ich werde jetzt gleich die Haare machen und dann werden die Kinder und ich einmal nochmal raus und ja, auf den Spielplatz und ein bisschen Tiere gucken. Schauen wir mal. Genau, so sieht's aus. Ich könnte mich mal beirmeln. Meine Brille ist auch immer bei mir, ob ich sie auf habe oder nicht. Ja, wir waren ja heute Morgen eine Runde gefahren. Es war richtig schön, mal was anderes zu sehen. Und jo, Waschmaschine läuft.
aufgeräumt habe ich alles, Wäsche habe ich schon abgenommen und weggefaltet. Kinder haben das sogar schon fleißig in den Schrank geräumt. Ja, ist alten Sonntag, ne? Ist nicht wirklich viel passiert, das ist aber auch gar nicht schlimm nach den stressigen letzten Tagen. Und von daher alles gut. Genau, wir werden uns dann jetzt einmal fertig machen und ich denke mal, wir hören und sehen uns dann später nochmal. Ach Gott, guckt mal, das sieht so groß aus, das Kleine, aber in Wirklichkeit ist das voll mini. Wie süß. Da ist auch noch eine Mama mit einem Baby. Die sehen voll riesig aus auf der Kamera. Das ist auch schon groß. Das kann schon alleine rausschwimmen. Das haut ab. Da schwimmt nämlich die andere Mama mit dem Baby. Vielleicht ist das eine auch der Papa. Man weiß es nicht. Guck mal, gegen Strom hier schwimmt es an. Das sieht echt voll riesig aus, aber dabei ist das so ganz kleines. Wo will es hin? Es haut ab, weil die anderen beiden sind hier. Oh, jetzt gibt die Mutter, Vater, Tante, wer auch mal wieder ist, Gummi. Entweder haut sie vor beiden ab, oder? Man weiß es nicht. Meine Kinder. Was weiß ich, wo die mich langführen. Da ist ein Fisch oder so, Emma. Oh Gott. Ey, nicht nur, dass das Wasser eklig ist. Er einen Schritt daneben und. Oh, was ist das? Hast du diesen Brummerfisch gesehen? Boah, hier stinkt das. Alter, was war das für ein Fisch? Alter, so komm weiter. Junge, der war das, so ist groß, das ist die Euphorie. Hier, komm. Weiter, Meister Eder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so geht das hier auch ab. Boah. Ja, und wo muss ich jetzt durch? Guck mal, das sind zwei Libellen. Ja. Ja, diese kann ich bestimmt nicht einfangen. Keine Ahnung, weg sind sie. Ich weiß nicht. Sieht man? Da. Keine Ahnung, was sie machen. Yoga? Keine Ahnung. So, Robby und ich, wir wünschen noch einen schönen Restsonntag. Wie gesagt, die Kinder und ich waren noch am Spielplatz. Also ich habe zugeguckt und habe den Kindern den Vortritt gelassen und waren noch ein paar Tiere gucken. Genau, hier zu Hause ist jetzt Abendbrot gegessen worden, wurde schon geduscht und das war's jetzt auch. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!